Ein eher misslungener Heimspielauftakt für die Damen des LTTC Rot-Weiß in der zweiten Bundesliga Nord. Trotz großer Bemühungen endeten die Spiele gegen die Gäste vom Tennisclub Bredeney e.V. Essen ausschließlich mit Verlusten im Einzel wie im Doppel. Naja, erwartet schwer. Essen hat eine sehr starke Mannschaft, sind ja nicht mal in bester Besetzung gekommen und ich habe vorher schon gewusst, dass hier wahrscheinlich schwer was zu holen sein wird. Wenn man jetzt natürlich 0-8 hinten liegt, ein Doppel läuft noch, dann ist das einfach zu glatt. Also den einen oder anderen Matchpunkt hätten wir schon machen sollen, aber ist nun mal so. Jetzt haben wir hier heute verloren, es geht übermorgen in Leverkusen weiter und da hoffen wir natürlich, dass wir punkten. Starke Spiele, faire Matches, am Ende ein klarer Sieg für die Damen aus Nordrhein-Westfalen. Die Gastgeberinnen vom LTTC tragen die Niederlage. Ja, was sollen sie auch machen? Mit Fassung und richten ihren Blick auf die kommenden Spiele. Essen ist am Ende mindestens einen Schritt weiter auf dem Weg in die erste Bundesliga. Die Gründe für die Siegesparade der Essener Konkurrentinnen sind zahlreich. Ich glaube, dass ich relativ smart gespielt habe und meine Gegnerin auch zu Fehlern gezwungen habe, sie gut beschäftigt habe, ganz gut variiert habe. Und ich glaube, damit habe ich sie so ein bisschen in den Zahn gezogen. I think I was more solid than her maybe and I think tactically ich denke, mein Spiel war vielleicht etwas solider als ihres und ich denke, ich habe taktisch ein wenig besser gespielt bei schnellen Ballwechseln. Hat sie tolle Schläge geliefert. Ich musste ein wenig variieren, hohe Bälle spielen, damit ihr das nicht so oft gelingen konnte. Aber auch wenn aus Berliner Sicht jetzt nicht alles eitel Sonnenschein war, das Wetter, das passte auf jeden Fall. Wunderbare äußere Bedingungen, dazu viele Zuschauer, also die Stimmung stimmte, der Rahmen auf jeden Fall super und man darf ja nicht vergessen, für die Rot-Weißen ihrer jungen Mannschaft geht es in dieser Saison wieder einmal in erster Linie um den Klassenerhalt. Für die Gäste aus Essen hingegen, ja, geht es schon um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Ja, und wie sagt man so schön, auch wenn sich's klar angehört hat mit 0-9, es war ja auch nicht alles schlecht gegen Essen. Ich denke, im Einzel waren alle Matches ziemlich knapp trotzdem und die waren halt heute bessere Mannschaft. Ich denke, die sind mit einer guten Mannschaft auch hierher gekommen und die haben auch Ambitionen also aufzusteigen und in erste Bundesliga zu kommen. Ich denke, ich hatte meine Höhen und Tiefen. Ich hatte dann auch Schmerzen in meinem Arm, aber nehmen wir mal an, dass sie am Ende einfach durch ihre beständigere Leistung gewonnen hat. Meine Gegner hat einfach viel konstanter gespielt. Sie hatte mehr Spin in den Bällen und da auf dem trockenen Belag springen natürlich höher. Ich wollte halt mit meinem aggressiven Spiel dominieren, aber es hat nicht geklappt. Die Berliner Gastgeberinnen müssen sich schlussendlich mit einem ernüchternden Endstand von 0-9 geschlagen geben. Nicht jedes Spiel kann gewonnen werden, das ist klar. Der Ehrgeiz bleibt jedoch der gleiche. Am folgenden Pfingstmontag dann gewannen die Damen von Rot-Weiß gegen Bayer Leverkusen mit einem gelungenen 6-3. Verließen sie siegreich den Platz und machten ihre Niederlage gegen Essen somit gleich wieder wett.